Wir sind mal wieder auf Tour, diesmal im Süden, genau genommen in Bayern. Das Wetter ist im Moment ein bisschen schlecht. Mit dabei wie immer der Kai und der Peter und die Annalena. Wir nähern uns einem Ort, in dem ich 6 Jahre meiner Kindheit verbracht habe. Da an diesem See. Wir sind ohne Vorbereitung losgefahren. Ich bin gespannt, ob ich jemanden oder irgendetwas wiedererkenne. Und jetzt sind wir in Uffing. Etwas, die Apotheke gab's nie. Wir fahren durch das Dorf. Ich erkenne fast nichts wieder. Jetzt gibt's Bürgersteige und eine geteerte Straße. Ach, der Weiher, ja, den erkenne ich wieder. Aber wir fangen da an, wo damals auch alles anfing, nämlich am Bahnhof. Also links um die Ecke und parken. Und da sind wir. Da steht's. Uffing am Staffelsee. Wo liegt das überhaupt? Uffing liegt ungefähr in der Mitte zwischen München und Garmisch im sogenannten Alpenvorland. Da hinten sieht man den See. Das ist der Staffelsee. Und links daneben das Dorf Uffing. So sieht es heute aus. Etwa 3000 Leute leben jetzt da. Als ich da lebte, war es viel kleiner. Nur 800 Leute. Und wir wohnten auch nicht im Dorf, sondern ganz in der Nähe vom Bahnhof. Und das Auto habe ich da geparkt, ungefähr da, wo die Heuballen stehen. Ich steig mal aus und schau mal, was ich alles noch wiedererkenne. Also, der Bahnhof sieht ganz anders aus. Aber so ein kleines Häuschen daneben, das gab's auch schon. Das ist jetzt der Warteraum. Das war früher das Stellwerk hier. Hier waren so Hebel, mit denen die dann die Weichen gestellt haben und die Signale. Tja, so sah das damals aus. Und das ist noch, glaube ich, der Plan vom alten Bahnhof. 11.12.46, berichtigt. Ist der Bahn übergegangen? Die Straße nach Spatzenhausen und das ist das Haus. Das ist, wie weit das von der Straße weg war. Und das war der riesige Garten, der dazugehörte. Dieses ganze Grundstück da. Mal gucken, ob ich da was wiedererkenne. Eieieiei, wie sieht's denn hier aus? Ist ja alles neu. Das war ein riesiger Garten da. Vom Haus bis hier zur Ecke. War alles ein riesiger Garten, voll mit Obstbäumen, alles neu. Neue Häuser? Oder neue Hausnummern. Und welches war euer Haus? Das da. Das war das einzige Haus hier. Der Krieg war noch nicht zu Ende, Köln war total zerstört, wir hatten keine Wohnung mehr. Und nach vielen Stationen über Lauban, Dresden, München und Weilheim waren wir endlich hier gelandet. Ich erinnere mich deutlich, wie wir im März 1945 mit ein paar Koffern und den Sachen, die wir am Leib trugen, hier vor der Tür standen. Mama, meine Schwester und ich und wurden hier in dieses Haus evakuiert. Woher wusstet ihr, dass es dieses Haus? Woher ich das wusste? Meine Mutter wusste das. Da gab es so Scheine, so Einquartierungsscheine und da konnten die Leute sich gar nicht gegen wehren. Die waren auch nicht begeistert. Anno mit 2 Kindern, sagte dann die Bertha. Ja, das Haus gehörte den Geschwistern Bertha und Hedwig Kalb. Mal gucken, ob jemand da ist. Also die Tür ist noch die alte Tür da. Und die Treppen gab es auch, aber die sah anders aus, die Treppe. Und das da, das war ein Stall, da standen die Kühe drin. Aber im Moment können wir nichts machen. Es ist einfach schlechtes Wetter, keiner zu Hause. Mal gucken. Ich frage mal bei den Nachbarn, ob da irgendeiner was weiß. Da auf dem Postkasten steht Moser. Grüß Gott. Ja, ist das wahrscheinlich die Frau Moser. Ja, grüß Gott. Ja? Nein, ging das rein? Ja, aber dass Sie mich gleich auf der Straße erkannt haben. Ja, ich habe Sie sofort erkannt. Ja. Ja. Aber wahrscheinlich, weil wir so viel Maus schauen. Ja. Die war bis vor 5 Jahren, haben wir ja da drüben gewohnt. Ja, wenn man reinkam, vorne bei der Eingangstür, da war ja links die Küche. Richtig. Mit dem großen Herd. Über der Küchentür waren überall so Geweihe an der Wand. Ja. Ich weiß nicht, Hirsch oder Reh oder Hirsch, was das war. Ich weiß nicht. Ja. Das ist der Ort der Fuch. Ja. Aber
Die meisten. Die hingen da so an. Ja, genau. Ja. Die waren aber große. Ja, ja, waren ja, große. Bis oben auf. Ja, 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 genau. Ja. Ich kann mich erinnern, das war irgendwie Rauputz früher mal. Das, ne, war Rauputz und da waren ja Spalier dort, da, genau, sind ja Kirschbäume aufgewachsen. Genau, ja, da waren also Obstbäume, die dann, genau, also von der Straße aus und auch an der Seite, ne? Ja. Und wir wohnten da oben, wo dieses zugemauerte Fenster ist. Aber die ersten Nächte mussten wir noch in der Veranda schlafen, weil die noch gar nicht mit uns gerechnet hatten. Da oben haben wir dann schließlich gewohnt, wo jetzt also dieses erste Fenster hier, wo dieses Gitter da ist und die Pflanzen rauswachsen. Ja. Das war unser Zimmer. Und es war auch nur ein Zimmer. Es hatte so grüne Flecken an der Wand, es gab einen Schrank und zwei Betten, die Möbel waren geliehen, Tisch, paar Stühle, es gab einen Ofen zum Heizen. Fließendes Wasser hatten wir nicht, es gab nur eine Waschschüssel und einen Krug mit Wasser. Und in diesem Zimmer fand unser ganzes Leben statt. Ja, dieses Haus war also 6 Jahre unser Zuhause. Und nach den Kalbs haben die Mosers da gewohnt. Jetzt haben sie sich nebenan ein neues Haus gebaut. Der einzige Grund für uns damals, das Haus zu verlassen, war, wenn man etwas einkaufen musste. Und das ging nur zu Fuß. Also erst über die Bahnschranke. Wir hatten natürlich kein Auto, keine Fahrräder, Bus und Straßenbahn gab's nicht. Und das Dorf war ungefähr 1 Kilometer weg. Vorbei am Weiher, da hinter diesen Pollern. Und wir machen es heutzutage natürlich mit dem Auto. Und etwas schneller. Die ganzen Häuser rechts und links, die gab's natürlich überhaupt nicht. Die Straße war auch nicht geteert, sondern es war eine Schotterstraße. Das Dorf fing eigentlich ungefähr erst hier an. Und dahin musste man zum Einkaufen. Das Ganze natürlich immer alles zu Fuß. Da waren wir eine ganze Weile unterwegs. Ja, das hier war früher ein Lebensmittelladen. Der hieß Gerg. Und das da, wo jetzt der Anbau ist, das war der Laden. Und durch die Tür musste man da rein. Und dann haben wir hier, weil es nichts gab, immer Schlange gestanden. Bis da vorne, fast auf die Ecke. Und weil es so wenig gab, sah das hier fast immer so aus. Und je weiter man vorne stand, desto mehr Glück hatte man, noch was zu bekommen. Deswegen hat meine Mutter mich immer vorgeschickt und sie kam dann später nach. Und wenn man dann schon mal im Dorf war, dann hat man die gleiche Gelegenheit ausgenutzt, um nicht nur zum Kaufmann zu gehen, sondern auch zum Bäcker. Nett steht da immer noch, ist aber ein Friseursalon. Früher war das die Bäckerei Nett. Da konnte man Brot kaufen. Und weil früher in Uffing Landwirtschaft noch viel stärker war als heute, gab es natürlich Kühe und weil es Kühe gab, gab es auch eine Molkerei. Da konnte man die Milch kaufen. Aus der ehemaligen Molkerei ist jetzt ein Getränkemarkt geworden. Aber bevor man überhaupt irgendetwas kaufen konnte, da musste man nach Murnau in die nächstgrößere Stadt. Auch das natürlich alles zu Fuß, denn in der ersten Zeit fuhren gar keine Eisenbahnen. Und wenn überhaupt Züge fuhren, dann nur für die Alliierten, in unserem Fall die Amerikaner, denn wir lebten in der amerikanischen Besatzungszone. Also am Bahndamm entlang. Und im Vorbeigehen haben wir dann am Bahndamm Brennnesseln gepflückt und Löwenzahn. Durfte man nur machen, wenn die nicht blühten. Und dann eben auch nur die jungen Blätter, die kleinen Blätter. Sonst schmeckte das nicht. Und aus den Brennnesseln haben wir dann Spinat gemacht und aus dem Löwenzahn einen Salat. In der ersten Zeit, als es nichts gab. Auf dem Weg nach Murnau fällt mir noch eine Geschichte ein. Eine Lausbubengeschichte. Ja. Hier an der Stelle, da fließt eigentlich ein Bach, kann man nichts mehr von sehen, ist alles zugewuchert. Und den habe ich hier mal aufgestaut. Da wollte ich ein kleines Schwimmbad draus machen. Und das hat auch wirklich funktioniert. Da war dann ein richtig kleiner Tümpel und habe ich abends vergessen abzubauen. Und am nächsten Morgen war die ganze Wiese unter Wasser. Der Bauer war vielleicht erfreut, kann ich euch sagen. Das gab Ärger. Also weiter den Bahndamm entlang und weiter oben über einen Bahnübergang. Und danach schräg über die Wiese runter zur Seestraße. Und dann am See entlang weiter. Und genau hier an dieser Stelle habe ich vor über 70 Jahren im Staffelsee schwimmen gelernt. Schön hier, ne? Natürlich nicht auf einem Gang nach Murnau, sondern irgendwann zwischendurch. Der Gang nach Murnau, der zog sich. Also erst immer am See entlang. Natürlich auch über eine Schotterstraße. 6 Kilometer auf unseren kurzen Kinderbeinen, das war ziemlich anstrengend. Am Schloss Rieden vorbei, durch Seehausen durch. Dann nochmal am Berg hoch. Den Verkehrsunfall gab es damals natürlich auch nicht.
Und dann noch ein Stückchen weiter. Und wenn wir hier an der Unterführung angekommen waren, dann hatten wir es geschafft. Dann waren wir in Mona, aber dann waren wir auch geschafft. Danach eigentlich nur noch ein kleines Stückchen durch den Tunnel, einmal um die Ecke, wieder die Straße entlang, den Kreisverkehr gab es nicht, bis zum Bahnhof in Murnau. Den gibt's immer noch. Daneben steht so eine Lokomotive, an solche Lokomotiven kann ich mich erinnern. Vom Bahnhof gab es dann einen Fußweg. Diesen Fußweg gibt's immer noch. Der führte vorbei an der evangelischen Kirche. Und von der evangelischen Kirche gab es eine kleine Straße in den Ortskern. Und weiter hinten gab es einen Platz, ungefähr da. Und auf diesem Platz standen Baracken. Die nannten wir damals Arbeitsamt. Und in diesen Baracken gab es die sogenannten Lebensmittelmarken. Und von denen wurde, je nachdem, was man kaufte, etwas abgeschnitten. Also zum Beispiel 250 Gramm Fett. Aber mehr als da drauf stand, konnte man auch nicht kaufen. Bezahlen musste man das Ganze natürlich auch noch. Und dann wieder die 6 Kilometer zurück, dann ging schon mal ein halber Tag drauf. Als dann die ersten Züge wieder fuhren, sind wir zum ersten Mal aus Uffing rausgekommen. Die Geschwister Kalb haben meine Mutter gescheucht, ihr müsst euch doch mal was von der Gegend hier anschauen. Und so sind wir zum Kreuzeck gefahren. Die Bahn zum Kreuzeck gibt's immer noch, allerdings mit modernen Triebwagen. Und jetzt wollte ich doch mal schauen, was sich hier alles verändert hat, seit ich das letzte Mal da war. Das ist die Talstation zum Kreuzeck. Und das ist eine Seilbahn, die darauf führt. Und ich erinnere mich noch deutlich, als ich damals die durchhängenden Seile sah, dachte ich, um Gottes Willen, ob die Gondel da nicht irgendwann an den Berg anstößt? Muss ich darauf? Also, mir war schon ein bisschen mulmig zumute. Heute fahren wir natürlich gerne darauf. Das sah hier völlig anders aus. Das ist alles ganz neu hier. Sehr modern, ein elektronischer Einlass. In die Gondeln steigt man ein, während die weiterfahren. Dann schließen die Türen noch automatisch. Und dann geht's rauf auf den Berg. Kannst du dich noch an die Gondeln erinnern? Ja, ich meine schon, aber das wären auch nicht so viele. Jetzt fahren ja immer ganz viele hintereinander, ne? Ja. Ich meine, damals wäre eine rauf und eine runter gewesen. Da musste man dann also auch anstehen, bis man dann da an den Platz kam. Jedenfalls, der Blick ist natürlich wunderbar von hier oben, ist ja klar. Ja, das stimmt. Damals wie heute ein Blick auf Garmisch-Partenkirchen. Und dann sind wir oben angekommen. Auch das Aussteigen geht automatisch, während die Gondel weiterfährt. Da fährt sie und hier oben ist ein kleines Museum mit historischen Aufnahmen. Das war die Eröffnungsfahrt. Sind wir mit so einer Gondel gefahren damals? Oder mit so einer? Oder mit so einer aus Metall, die nur Innenholz hatte? Ich erinnere mich nicht mehr ganz deutlich. Das ist eine Aufnahme von der Bergstation damals. Und so sieht die Bergstation heute aus. Nach dem Ausflug aufs Kreuzeck ging es natürlich wieder zurück nach Uffing. Und da habe ich eine alte Postkarte gefunden. Da sieht man rechts die Bahnhofswirtschaft Hirschvogel, dann die Straße zum Dorf und links neben der Straße den Weiher. Der spielt gleich noch eine Rolle. Das Haus von Hirschvogels, das gibt's noch. Ich versuche mal, ob ich da jemanden finde, der sich an damals noch erinnert. Ich klopfe mal, Klingel gibt's nicht. Tür ist zu. Keiner da. Tja, muss ich wieder gehen. So sah damals die Wirtschaft Hirschvogel aus. Die Tür ist noch die gleiche, die Stufen gibt's auch noch. Davor gab's noch einen Biergarten. Und die hatten ein Eishaus, um das Bier kalt zu halten. Denn Kühlschränke, die gab's damals noch gar nicht. Ja, das Eishaus. Das Eishaus spielt in der nächsten Geschichte eine Rolle. Wir gehen mal von Hirschvogels weg, über die Straße. Da gab es natürlich damals nicht solchen Verkehr. Und auf der anderen Seite ist, wie auf der Postkarte, der Weiher. Die Straße war natürlich auch nicht asphaltiert, war auch Schotterstraße wie oben auch. Und diese Geschichte spielt sich im ersten Winter ab. Und das ist der Weiher hier.
Die haben immer da ungefähr, also in der Mitte zwischen hier dem Seerosenfeld und da drüben, in der Mitte haben die angefangen zu schneiden und dann immer so Eisblöcke rausgeschnitten und haben das ins Eishaus gelegt, um das Bier kalt zu halten, mit diesen Dingern, die sie da aus dem Eis rausgeschnitten haben. Und da war da ungefähr jetzt auch in der Mitte zwischen diesen beiden Seerosenfeldern, war ein Loch, was dann wieder zugefroren ist. Und ich hier, und Hilfe, 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 ne? Das Haus gab es noch gar nicht. Und die einzigen Leute, die waren, waren halt die Leute von Hirschvogel da drüben. Kann man jetzt kaum sehen hinter den Bäumen. Dann haben die mich hier rausgezogen und dann bin ich also klatschenass von hier dann schnell nach Hause. Und dann, das gab Ärger, ja. Tja, den Weiher gibt's noch. Und ungefähr ein halbes Jahr später, 1946, kam ich in die Schule. Auch den Schulweg musste ich natürlich zu Fuß zurücklegen. Das ist das alte Schulhaus, so sah das damals aus. Das Schulhaus steht noch und ich gucke mal, da unten, das war gleich links unser Klassenzimmer. Ich schaue mal durchs Fenster und tatsächlich, das ist auch heute noch ein Klassenzimmer. Und schräg gegenüber von unserem Klassenzimmer, da wo jetzt die Hecke ist. Da war früher eine Tankstelle und da war meine allererste Autofahrt mit einem Lastwagen. Und der Lastwagen konnte da tanken, es gab eigentlich keinen Sprit und mein Onkel hatte da irgendwelche Deals mit den Amerikanern. Und mit so einem Schein, mit einem Sonnenschein konnte man da tanken. Und ich durfte zum ersten Mal mitfahren und saß auf dem Beifahrersitz. Und das dauerte natürlich da drin im Büro, das Büro war da drüben in dem Haus, das stand schon. Und mir wurde dann langweilig und ich denke, jetzt steigst du mal aus dem Lastwagen, mach die Türe auf, gucke runter. Das war mir aber zu steil. Und da traust du dich jetzt nicht, da runter zu springen. Die Tür wieder zugemacht, habe aber vergessen, dass ich meinen Daumen noch in der Tür hatte. Dann habe die Tür zugeknallt und dieser Schaden auf dem Daumennagel hier ist ein Andenken an die erste Autofahrt. Ich drehe mich zurück zur Schule und vor dieser Tür, auf dieser Treppe, wurde damals dieses Klassenfoto gemacht. Und ich bin da ganz links in der Ecke, der mit der Brille. Die meisten von denen, die darauf sind, kenne ich nicht mehr, aber an einen erinnere ich mich ganz deutlich, den Blonden da ganz vorne im Vordergrund. Das ist der Pointner-Toni. Und ich weiß auch noch, wo der Pointner-Toni damals gewohnt hat. Da musste man an der Schmiede vorbei, so sah die damals aus. Das Haus von der Schmiede gibt's auch heute noch. Aber wo damals die Schmiede war, da ist jetzt ein Lottoladen mit Markise überm Schaufenster. Also, wir machen uns mal auf dem Weg nach unten. Vorbei an der Kirche. Das da, das müsste das Pointnerhaus sein. Ja, ich erinnere mich. Warte mal, ich guck mal. Das ist es, Anton Pointner. Ich mal klingeln. Das könnte natürlich ein Sohn vom Anton sein. Keiner da. Keiner da. Kanada. Mal gucken, wir fragen nachher. Und im Vorbeigehen sehen wir da einen Mann stehen, der die Hecke schneidet. Ich denke, den frage ich doch einfach mal, ob der was vom Pointner-Toni weiß. Grüß Gott. Entschuldigung, ich suche den Anton Pointner. Armin, bist es du? Ja. Oh je. Ja, grüß Toni. Dich. Servus. Grüß. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Das ist ja eine Überraschung. Am Haus geguckt und ja, so? Ja, da war niemand. Ne? Nee, da war wenn man keine... fleißig ist, muss man also da eben dabei bleiben, damit der Garten nicht einen überwältigt. Ja. Aber noch ist es zu schaffen. Ja. Und du hast dich bis nach Uffing gewagt. Ja, ich bin auf den Spuren der Vergangenheit. Der Vergangenheit. Ja. Na, wunderbar. Und das schöne Wetter hast du mitgebracht. Besser kann es eigentlich gar nicht sein. Ja, und so. Wir sind auch nicht jünger geworden. Ja. Und uns fehlt es auch nicht immer leichter, ja, das Ganze müssen, zu machen. Wir sind gleich alt, ne? Ja, richtig, genau. Ja. Ja. Macht ihr noch Strom? Ihr habt doch früher Strom. Ja, Elektrizitätswerk gehabt. Richtig, wir haben den ganzen Ort mit Strom versorgt, ja, seit damals. Ja. Und ich kann es dir gerne zeigen. Ja, dürfen wir es mal anschauen? Ja, gerne. Toni ist Ingenieur geworden. Das ist das Haus. Aber der Balkon, der war früher auch anders, ne? Der war anders. Das war in der Mitte ein kleiner Balkon. Ja. Da waren früher links und rechts waren zwei große Birnbäume. Ja. Die gingen bis zu den Fenstern drauf und ich habe da oben links geschlafen. Ich konnte in der Früh rauslangen und Birnen runterholen und die essen. Das war das erste Frühstück, das gab. Ja, also es war wirklich wunderschön. Und ich weiß noch, früher konnte man,
da unten in dem Stauwehr, ja, konnte man schwimmen. Da, ne, konnte man schwimmen. Man konnte die, die wenig Ahnung hatten, ein bisschen sozusagen nervös machen, denn dort, wo das Wasser überläuft, ja, ist drunter ja Luft. Ja. Und wenn man da reingetaucht ist, dann war man plötzlich nicht mehr da. Ja. Und die haben gesagt, um Gottes Willen, der taucht nicht auf, aber da konnte man sitzen und atmen. Ja. Das war also überhaupt kein Problem, das ging wunderbar. Das hast du sicher gemacht, ne? Das habe ich öfter gemacht, ja. Ja. Die Ach und das Stauwehr diente natürlich nicht hauptsächlich zum Schwimmen, sondern um die Turbine anzutreiben, mit der Strom gemacht wurde. Da ist eine Turbine drin, die läuft seit 1924. Wow. Ja. Also immer noch die alte? Immer noch die alte Turbine, zwar von mir mal auseinandergenommen, ja, und dann noch ein bisschen was geändert wegen eines Lagers. Die Turbine macht 86 Umdrehungen, ja, und das Getriebe bringt den Generator auf 1000 Umdrehungen, ja, denn der hat drei Pole und drei Pole brauchen, ja, für die 50 Hertz, ja, 1000 Umdrehungen. Seit 1898 wird hier Strom erzeugt, ja, damals mit einem Wasserrad, ja, und die Söhne von den damaligen Besitzern, ja, waren sehr weitblickend, ja, und waren auf der Weltausstellung in Paris. Aha. Und haben da Generatoren gekauft, ja, und in der Zeit, 1898, haben sie den ersten Generator angeschaltet und, ja, haben zum Gasthaus der Post Leitung raufgelegt, eine, ja, ja, damit, ja, die Großeltern bei der Goldenen Hochzeit Licht hatten, elektrisches Licht. Super. Und in der Zeit hatten große Teile, ja, von München noch kein Licht, Weilheim, ja, kein Licht, Murnau, ja, kein Licht, keinen, ja, Strom, und hier gab es bereits, ja, Strom. Tja, so sieht es heute aus. Damals sah das Pointenhaus so aus. Ich habe noch das alte Bild, wo wir alle drauf sind. Ja, das alte Schulbild, ja, ne? Ja, das alte Schulbild. Das habe ich auch noch. Ja, weißt du, wer vorhin dort ist mit dem zerrissenen Hosenträger? Das bin ich, ja, ja, das war ich. Und der Brille, das bin ich. Ja, ja. Und dann fragt der Toni, erinnerst du dich noch an den, der direkt neben dir gestanden hat? Das war der Schweiger Erich, der da? Ich sag, nee. Aber den hat der Toni ganz schnell angerufen und gesagt, komm doch mal vorbei, der Armin ist da. Und dann hat er ihn abgeholt und da kam er. Das ist der Schweiger Erich, der auf dem Bild direkt neben mir steht. Ja, aber ehrlich. Anhänger, ja, mit der Maus, jeden Sonntag, ja, mit den Enkel, ja, sitzen wir im Wohnzimmer und schauen die Maus um. Ja. Setz, ja, dich, ja, die anderen quetschen sich hier rein und, ja, sonst tun wir da hinten noch einen Stuhl her. Hey. Wo sitzt du am besten? Das kann er noch. Hock dich hier, hat er gesagt. Ja. Ja. Und da habe ich ihn gefragt, was er gemacht hat. Und hat er gesagt, er ist Formenbauer. Machst du den Formenbau immer noch mit Sand? Also ist es Nein, ich habe mit Sand. Und dann hat er mir erklärt, dass sein Formenbau nichts mit Sand zu tun hat, sondern dass es Metallformen sind, die zum Kunststoffspritzen dienen. Und bist immer in Uffing geblieben die ganze Zeit, Nein, oder? Nein, ich war nur knapp 3 Wochen in Australien. In Australien? Wo warst du da in Australien? In Melbourne. Ja, ich habe auch 3 Monate in Australien gedreht, mal vor vielen Jahren. Beim Opalgraben und. Oh, in Cooper Petty. Copacabana, genau. Ja, da war ich auch miteinander, ich kenn's gut, ja. Erinnerungen an Australien, die hat der Erich auch. Aber nicht nur Erinnerungen, sondern der hat auch Kängurus mitten in Uffing. Das heißt nicht ganz mitten in Uffing, sondern ein bisschen am Rand, da in der Gegend vom Bahnhof. Wo sitzt Heino? Es ist sogar ein Weißes dabei. Aber wie die Kängurus nach Uffing kamen und was es mit dem Krankenhausaufenthalt vom Erich zu tun hat, das erzählt uns sein Sohn Toni. Während der Zeit habe ich mir dann geschworen, wenn er wieder gesund wird, gibt es Kängurus. Und dann haben wir das festgestellt, dass zum Glück wieder aufwärts geht. Und in der Zeit bin ich dann durch ein bisschen Glück an einen Kontakt gekommen. Und wie er dann rausgekommen ist, waren die Kängurus da. Also die ersten 2. Hat er gestaunt, oder was? Ja. Und jetzt wollen wir uns natürlich doch anschauen, was das mit dem Formenbau auf sich hat. Toni, der die Firma mittlerweile führt, zeigt uns, was sie eigentlich machen und wie das mit den Formen geht, in denen dann Kunststoffteile gespritzt werden. Das heißt, der Kunde möchte zum Beispiel so ein Kühlergitter spritzen. Ja. Wir kriegen die Bauteildaten, ja, die virtuellen Daten von diesem Bauteil. Ja. Und dann müssen wir loslegen, Konzepte erarbeiten und dann geschieht daherin erst einmal die Konstruktion. Am Computer. Am Computer, ja, ausschließlich klar, in der virtuellen Welt. Ja, da ist jetzt niemand, denn es ist schon Feierabend. Aber Toni zeigt uns an einem Modell, wie sie das machen. Da können wir auch mit einem Draht, der hat 2,5 Zehntel Durchmesser, ja, also 0,25 mm mit einem Draht, lassen sich x-beliebige Konturen schneiden. Ja. Das heißt, der wird oben und unten geführt wie eine Laubsäge. Ja. Ich kann oben ein Rechteck schneiden, unten kann es ein Kreis werden. Aha. Und da sieht man jetzt, da ist der Spalt mit 3 Zehntel Millimeter. Ja. Und dann haben wir das Gleiche
im Prinzip hier gemacht, haben den Abfall weggeworfen und obwohl das konisch ist, fällt es rein und ist eben. Ja. Das heißt, es passt. Keine Nacharbeit. Ja. Ja. Also auf der Rückseite ist die Gegenprobe. Ja. Cool. Wahnsinn. Ja. Also das ist halt die Kunst. Im Maschinenbau muss ich sage mal, nur fräsen oder nur bohren beherrschen. Im Formenbau ist es halt ein Wahnsinnsmix aus Technologien, die man beherrschen muss, dass am Ende dieses Kunststoffteil aus diesem blöden Werkzeug rausfällt. Hast das, du gesagt, aus dem blöden Werkzeug? Ja. Aus diesen Stahlblöcken sollen dann die Formen werden, in denen später Kunststoffteile gespritzt werden. Sehr kompliziert und es ist ein hochtechnisierter Betrieb. Und er zeigt uns, wie das geht. Der Schweiger Erich, der Vater, kommt noch hinterher. Jetzt fangen wir interessehalber hinten an. Gehen wir zu der Maschine oder zu der da? Wir fangen bei der an, oder? Zwei Riesenmaschinen und wir dürfen mal reingucken. Der ist jetzt hier schon in der Schlichtbearbeitung, quasi so die letzten Millimeter auf die letztendliche Kontur. Dürfen wir da reingucken? Ja. In dieser Form soll mal ein Kunststoffteil für ein Auto gespritzt werden. Und in, naja, zwei Jahren fällt es dann auf der Straße. Ja. Also ihr seid immer weit im Voraus, klar. Wir sind so zwischen ein und zwei Jahre voraus. Mit euren Formen, die ihr genau. Habt. Gut, schauen wir uns die andere auch noch an. Ja. Einer der Schlüssel zum Erfolg, dass wir hier drei Zusatztische haben, die dann vollautomatisch da im Prinzip beim Garagentor rein und rausfahren. Das heißt, tagsüber wird gerüstet und nachts und am Wochenende läuft die Maschine dann vollautomatisch durch und holt sich die Werkstücke da rein noch rein, wie sie es braucht. Das ist das Garagentor. Jetzt geht's auf, ein neues Werkstück kommt rein. Ich gucke mir das mal an. Der Aufzug geht dann wieder weg und dann geht das Garagentor zu, oder was? Genau, das geht alleine wieder zu und dann gibt es die Freigabe für die Bearbeitung und dann legt die Maschine los. Wahnsinn. Wer hat sich das alles ausgedacht? Du? Nein. Die Maschinen gibt es zum Kaufen. Man muss sie richtig konfigurieren, damit sie halt für den Anwendungsfall bei uns dann optimal passen. Da stecken eben 183 Werkzeuge hinten drin, bei denen sich die Maschine dann quasi bedient. Jetzt ist der Bohrer drin. Und jetzt sieht man schon, wie das Kühlmittel durch den Bohrer kommt. Und jetzt bohrt er einfach wie in Butter die Löcher da in Stahl. Da kommt das Kühlmittel mit bis zu 80 bar Druck durch den Bohrer. Das Kühlmittel schwemmt die Späne raus, da ist Öl mit drin, dass es auch rutscht, dass es kühlt, dass es auch nicht rostet. Ja. Und dann ist es ein Kreislauf, klar. Die Späne werden über den Späneförderer rausgenommen und das Kühlmittel geht wieder zurück, wird gereinigt und wird wieder verwendet. Und wenn so eine Form dann fertig ist, dann sieht die so aus und darin wird dann irgendein Kunststoffteil gespritzt. Das Ganze aufgebaut und entwickelt von einem Klassenkameraden und seinem Sohn in dem Dorf, in dem ich mal gelebt habe. Ciao, für den. Ciao. Das fängt ja wieder an. Wir verabschieden uns, denn wir wollen uns ja die alte Schule noch mal genauer anschauen. Und dazu fahren wir zurück ins Dorf. Und was wir in Uffing und Umgebung sonst noch so erleben, das erzählen wir euch beim nächsten Mal. Einen zweiten Klassenkameraden haben wir gefunden, den da, den Schweiger Erich. Ja, aber ehrlich. Und mit diesen beiden bin ich damals in diese Schule gegangen. So sah die damals aus. Hinten war ein kleiner Schulhof, das ist das alte Gebäude. Den Altbau gibt es immer noch, aber daneben ist eine riesige moderne Schule gebaut worden, mit einem Baum auf dem Schulhof. Grüß Gott, das ist ein Überfall. Mit Toni zusammen gehen wir noch mal in unser altes Klassenzimmer. Ja, grüß Gott, Sie sind ein Klassenkamerad. Ja. Das ist die Frau Pecher, die Direktorin. Das ist ja sehr schön. Grüß Gott, Pointner. Grüß Gott, hallo. Weißt du noch, wo du gesessen hast? Ja, hier irgendwo in der zweiten Reihe, glaube ich, bin ich gesessen. Und ich habe irgendwo da gesessen. Ja. Weißt du noch, wie wir die ersten Buchstaben gelernt haben an der Tafel? Weißt du das noch? Nein. Also das ging so los, die Freundin Schumann, die hat erst so einen Kreis gemacht und hat gefragt, wisst ihr, was das ist? Haben wir gesagt, klar, ist ein Ball. Und sie hat gesagt, ja, ist ein Ball, ist aber auch ein Buchstabe, ist ein O.
Wisst ihr, was das ist? Wussten wir natürlich auch, das ist ein Spazierstock. Und hast du gesagt, ja, okay, wenn man den Spazierstock jetzt umdreht, mit der Krücke nach unten und macht den neben das O, so, dann ist das ein erster Buchstabe, das ist ein A. An noch jemanden erinnere ich mich auf dem alten Klassenfoto. Vor mir saß die Christa mit den langen Zöpfen. Ja. Die hat die immer, weißt du, wenn die da geschrieben hat, die Zöpfe so nach hinten, die flogen mir dann um die Ohren. Ja. Und hatte ich irgendwann die Nase voll, weil wir ja dicht an dicht saßen, habe ich mal den Zopf genommen und ins Tintenfass reingetan. Weil ich dachte, das ist leer, weil es gab ja keine Tinte. Aber da war noch unten ein Rest drin. Ja. Und als sie dann rausgezogen hat und nach Schulschluss hatte sie unten am Kleid so richtig zwei schöne blaue Bögen. Das gab vielleicht Ärger. Und dann kam der Hausmeister, der Herr Rauch, mit so einer alten Bank, in der wir damals gesessen haben. So haben die Bücher ausgeschraubt? Ja. Und die waren dicht und dicht, weil das ist die Rückenlehne. Das ist die Rückenlehne. Ja, das war die Rückenlehne. Von vorne. Ja, genau. So war die Zeit. Ja. Mit Tintenfass. Mit Tintenfass. Komm, Toni, hocken wir uns aber nein. Geht das? In so ein Tintenfass habe ich die Zöpfe gesteckt. Das geht noch, das geht noch. Gell? Ja. Ich glaube, es war noch ein Ofen herin, der angeheizt worden ist. Musstest du auch Holz mitbringen immer? Ja, also ich glaube, ich habe Holz mitgebracht, ja, zum Einheizen. Zum Einheizen, ja, genau. Und als wir da so saßen, kam tatsächlich der Schweiger Erich nochmal vorbei. Wollte auch nochmal in die alte Klasse, aber in die Bank wollte sich nicht nochmal setzen. Jedenfalls, das ist unser altes Klassenzimmer gewesen. So schön wie jetzt sah es damals natürlich nicht aus. Nach der Aktion mit dem blauen Streifen im Kleid wurden Christa und ich unzertrennliche Freunde. Nach der Schule haben wir häufig den Heimweg zusammen zurückgelegt. In dem Haus da wohnte die Christa. Da an dem Zaun entlang, die Hecke gab es auch schon, genau in der Ecke stand ein Baum, könnte der da gewesen sein. Und auf dem haben wir immer gesessen und haben dann Karl May nachgespielt. Im Gegensatz zu mir hatte Christa nämlich Karl May Bücher. Mit Ausblick auf den Silbersee, Quatsch, auf den Staffelsee natürlich. Und ganz in der Nähe war noch was. Da ist der See und da drüben, ungefähr da, wo dies so ein bisschen bräunlich ist, da hatten wir ein Stück Garten, haben wir Bohnen und Tomaten und Kartoffeln gezogen. Nach dem Krieg. Sieht heute natürlich alles ein bisschen anders aus. Die Bäume gab es nicht, war alles ganz anders. Ist klar, nach 70 Jahren. Und in der Zeit damals bei der Ernte erfuhren wir auch, dass mit meinem Vater etwas passiert war. In Freising. Mehr wussten wir nicht. Also mache ich mich jetzt mal auf in Richtung Freising und treffe da den Herrn Keller, der hat im Auftrag der Stadt Freising das alles recherchiert. Herr Keller, guten Tag. Mit dem hatte ich vor ungefähr 4 Jahren schon mal telefoniert. Der hatte mein Buch gelesen und hatte gesagt, wenn Sie mal in der Gegend sind, kommen Sie doch mal vorbei. Vielleicht kann ich Ihnen einiges zeigen, was zu dem Tod Ihres Vaters ein bisschen Aufhellung bringt. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und ich habe ihm erzählt, was wir zur damaligen Zeit wussten. Wir Kinder, wir mussten immer auf der Straße stehen und alle Soldaten, die von Spatzenhausen runterkommen, fragen, ob sie irgendwas über meinen Vater wussten. Die meisten wussten nichts. Aber einer erzählte mal, ja, er wüsste, dass mein Vater als letztes in Freising gewesen sei. Und er wüsste auch, dass es in Freising irgendeinen Luftangriff gegeben hätte. Aber er wusste nicht, ob meinem Vater irgendwas dabei passiert sei. Dann ist meine Mutter irgendwann mal nach Freising gefahren mit uns Kindern. Und dann sind wir in Freising auf dem Bahnhof gewesen. Und ein alter Lademeister, der konnte sich erinnern an den Luftangriff und wusste auch, dass da Soldaten waren und dass die Brot verladen haben und dass einer dabei umgekommen war. Und jetzt wussten wir natürlich nicht, ob das mein Vater war, ja oder nein. Und dann sagte der, bei Aufräumungsarbeiten auf dem Bahnhof, dann hätten sie irgendwann die Hand meines Vaters oder einen Ringfinger gefunden mit dem Ring dran. Und nur durch das Geburtsdatum meiner Mutter und das Hochzeitsdatum hätten sie eben identifiziert, dass das mein Vater gewesen sein musste. Und dann kam raus, dass da wohl ein Oberleutnant Stumpf oder sowas war, der seine Kinder erwartete. Mein Vater hatte eigentlich frei, der hatte da gar nichts zu suchen auf dem Bahnhof. Und der hatte meinen Vater gebeten, ob der nicht helfen würde beim Brotverladen. Mein Vater, der ist in irgendein Einmannloch reingesprungen. Und da genau muss die Bombe hingefallen sein und die muss ihn also in 1000 Stücke zerfetzt haben. Ne? So, also das ist das, was ich weiß. Das war der 18. April
Genau. Und das war ein Mittwoch. Das wusste ich nicht. Mhm. Und es war wahrscheinlich der einzige Luftangriff, der auf Freising jemals genau so was geflogen worden ist. Genau. An diesem Tag übrigens war der Tagesangriffsplan der 8. US-Luftwaffe Bombardierung und Zerstörung der Rangierbahnhöfe, Eisenbahnbrücken und Elektroumspannwerke. Aha. Ja. Das war das Ziel. Mhm. Und da kam also diese Einheit von Südostengland runter und sind über die Alpenkette dann unten vorbeigeflogen und wollten eigentlich, sollte Traunstein angegriffen werden, Traunstein. Was sie auch gemacht haben, ja. Im Süden Traunstein. Und während des Angriffes sind Wolken aufgezogen, ja. Und jetzt mussten sie den Angriff abbrechen. Und dann hat also der Colonel Rummig, hat der geheißen, der hat den Befehl, der Kommander hat den Befehl gegeben, also jetzt steuern wir das zweite Ziel an, ja. Oder das Alternativziel, das ist Freising. Das Wetter war schlecht, genau. Für einen anderen Angriff und genau. Mein Vater war durch Zufall eben auch auf dem Bahnhof. Ja. Also nur Zufälle, ja, genau. Mir ist das Schicksal so schlecht. Ne? Ja, genau. Und ja. Also der war nicht unbedeutend, dieser Angriff, im Verhältnis, wenn man es vergleicht mit München-Angriffen und so weiter. 60 Maschinen der Amerikaner, ja. Waren nur B-17, diese Bomber. Bomber, ja. Genau. Zum Glück haben die gar nicht so genau gezielt eigentlich. Manche sind zu früh abgeworfen worden, ja. Denn auf der anderen Bahnhofseite von Freising zum Beispiel, auf der anderen Gleisseite, also südlich vom Bahnhof, da sind die meisten Bombenkrater eigentlich. Das war eine einzige Mondlandschaft. Also ja. Das heißt, die haben sie ein bisschen zu früh rauslassen. Ja. Weil wenn die auch noch alle ihr Ziel getroffen hätten, dann hätte es noch schlimmer ausgeschaut. Man, es waren 224 Tote, ja. 200 zerstörte Gebäude. Ja. Und der Herr Keller hat auch noch ein paar Bilder aufgetrieben aus der Zeit damals. Und zwar von der Royal Air Force. Die haben also Aufnahmen gemacht vor und nach der. So zum Beispiel diese Aufnahme ist vom 9. April 1945. So hat es ausgeschaut am Freisinger Bahnhof. Also das war der 9. April sozusagen hier. Genau. Das Bild vor dem Angriff. Da sieht man den Bahnhof und den Rangierbahnhof. So schaut die übrigens Aufnahmen vor dem, der man Rangierbahnhof sieht, habe ich noch was aus. Ja, das kann so eine Laderampe da hinten gewesen sein, wo die wahrscheinlich Brot verladen haben. Ja. Genau. Und dann gibt es eine Aufnahme vom ersten Bombenabwurf. Aha. Oh ja, ja, genau. Das ist der Bahnhof und das sind die ganzen Pilze von den Bomben. Ja. Ja, und eine davon muss meinem Vater auf den Kopf gefallen. Genau, um 14.53 Uhr und 30 Sekunden ja. Wurde diese erste Bombe geworfen. Ja. Und die ganze Aktion ging ungefähr 20 Minuten. Ja. Und am 24. April haben sie diese Aufnahme gemacht. Und dann war die Geschichte zu Ende und das Inferno war da. Ja. Ja. Ja, so sah es nach dem Angriff aus. Und so sieht's heute aus. Zum Teil ist ein Busbahnhof draus geworden und da hinten, wo die Container stehen, da war's. Und dann haben wir den Herrn Wenger getroffen, der war damals 15 Jahre alt, ein Zeitzeuge. Ja, ich bin da auf dem Weg gewesen, da zu dem Heeresverpflegungsamt. Das ist drüberhalb der Gleise, da hatte ich eine Tante. Und da habe ich meine Großmutter gebeten, ich soll nach dem Fliegerangriff nachschauen. Ob es ihr gut geht, ja. Ist, was ja. passiert ist oder ja, so, gell. Ja, ja. Aber es war, Gott sei Dank, waren die alle am Leben, aber das Haus war schwer beschädigt. Also ich weiß nur von der Erzählung, also von meinem Vater, die da Brot verladen haben hier an der Stelle. Ja. Ein Teil von der Mannschaft, die hat sich unter den Wagen gelegt, hat sich hinter die Räder versteckt und die haben überlebt, die haben vielleicht ein paar Splitter abgekriegt. Aber mein Vater, der ist in so ein Mannloch gesprungen. Und den hat es also voll erwischt. Ja, na, das kann, also ich kann mich heute halt erinnern, die wo da an das, so halb verdeckt von den Güterwaggons ja. und zur Hälfte nur drunter, ja. rausgeschaut haben. Ja. Und das konnte man gar nicht verstehen, dass die tot waren. Die waren alle so, wenn es dort ging, ja. auf dem Bauchstuhl. Ja, und versucht natürlich instinktiv den Kopf zu schützen. Ne? Wahrscheinlich ja. oder was, ja. Ja, und ja. das war also hier ungefähr jetzt, ja. Ja. Tja, da muss ich doch mal hingehen an das Gitter und mir die Stelle anschauen, an der mein Vater am 18. April 1945 sein Leben verloren hat. 14 Tage vor Kriegsende. Jetzt weiß ich's, wo das war. Nach der Nachricht vom Tod meines Vaters haben wir noch 4 Jahre in Uffing gewohnt. In dieser Zeit haben wir auch einige Ausflüge in die Umgebung gemacht. An einen erinnere ich mich ganz besonders deutlich, weil der mit einem langen Fußmarsch verbunden war, den Weg zur Wieskirche. Eine Kirche
alleine mitten in einer Wiese. So viele Leute waren es damals nicht hier. War eine Wallfahrtskirche und nicht ein touristischer Anziehungspunkt wie heute. Trotzdem habe ich nach diesem langen Fußmarsch gestaunt. Welch eine Pracht und welch ein Gegensatz zu unserem ärmlichen Zuhause. Alles voll mit Gold und Stuck und Weiß. Und eine Orgel, geschmückt auch mit Gold. Aber das Tollste ist die Kuppel oben. Ein typisches Beispiel für den bayerischen Barock. Das weiß ich heute. Damals wusste ich das natürlich nicht. Und wegen dieser besonderen Kuppel hat die Kirche von außen auch so ein merkwürdig aussehendes Schiff. Damals stand die alleine da. Den ganzen Touristenrummel mit Andenkenbude und Parkplatz gab es damals noch nicht. Zurück in Uffing haben mir der Gemeinderat Hartmann und Frau Lorenzer, zwei Uffinger, die ich vorher auch noch nicht kannte, geholfen, eine bestimmte Stelle im Moor wiederzufinden. Das ist alles weich hier. Ja, das ist Moor. Das ist sowas wie ein Dorfstich hier gewesen. Aber sieht man nichts mehr von. Nein. Alles Naturschutzgebiet jetzt. Ja. Früher wurden diese Moore entwässert und es wurde Torf gestochen. Der Torf wurde dann getrocknet und im Ofen verbrannt, weil es ja sonst nichts zum Heizen gab. Und diese Torfstichlöcher waren unten mit Modder bedeckt. Und dazu kommt jetzt die Geschichte. Vom Schöner Klausi von der Mama, weil wir die Küche zugebaut hatten mit der Eisenbahn, sind wir losgeschickt worden, wir sollten Eicheln sammeln. Da stehen ja jede Menge Eichen, die standen damals auch schon. Aber da war eine Verladerampe, da den Damm, den kannst du noch sehen. Und da drauf standen Loren. Und das war natürlich für uns Jungs prima. Und von da, von dieser Verladerampe, gingen Gleise da hinten runter ins Torfstichgebiet. So eine Lore zu nehmen und damit in den Torfstich zu fahren, war natürlich streng verboten. Anfangs waren wir zu viert und wir mussten die Lore auch erst anschieben. Aber nach der Kurve lief sie von selbst abwärts. Das waren natürlich Feldbahngleise und die Fahrt entsprechend ruckelig. Und nach der ersten Weiche, da wurde es den ersten beiden hinten zu dumm oder zu gefährlich. Und die sind dann abgesprungen, haben sich runterfallen lassen. Da waren wir nur noch zu zweit auf der Lore. Dann war es dem Schöner Klausi zu blöd, der ist auch abgesprungen. Ich war der Letzte. Und bin dann zu spät abgesprungen und kopfüber in so ein Torfstichloch. Wäre ich auf der Lore sitzen geblieben, wäre nichts passiert. So trocken war das damals da drin, aber auch nicht, sondern alles voll mit schwarzem Modder. Der Gottfried, der da drüben im Bauernhof wohnte, der hat seinen großen Bruder geholt und der hat mich dann da rausgezogen. Sonst wäre ich da ersoffen. Und das Schlimmste war, die Brille war weg. Die haben wir, Brillen waren ja damals unbezahlbar. Die haben wir dann noch mit dem Stöckchen da aus dem Moor rausgezogen. Gott sei Dank noch gefunden. Und dann sind wir zum Schöner Klausi gegangen und alles ausgezogen. Ich habe mir eine Lungenentzündung geholt. Es hat dann auch angefangen zu winden und war kalt. Ja. Und dann hat die Mutter Schöner, die hat mir eine Lederhosen vom Klausi gegeben und ein kariertes Hemd. Und damit bin ich dann nach Hause. Mhm. Und als ich nach Hause kam, meine Mutter, die hat mich überhaupt nicht erkannt. Ich mach die Tür auf und sag nichts und sag, ja, was willst du denn? Ich sag, Mama, erkennst du mich? Weil ich hatte kein kariertes Hemd und ich hatte keine Lederhose. Ne? Also das war, da habe ich ein paar Wochen im Bett gelegen, Penicillin und sowas gab's ja nicht. Ne? Ja. War schon gut. Ja, war schon gut. Ach Gott. Ja, packen wir es mal. Und weil wir die Berge dauernd vor der Nase hatten, haben wir auch mal einen Ausflug auf den höchsten Berg Deutschlands. Wir stehen auf dem Bahnhof Alpsee und da kommt die Zugspitzbahn. Das letzte Mal auf der Zugspitze bin ich vor über 70 Jahren gewesen. Das ist der gleiche Bahnhof Alpsee damals. Und der Zug sah auch anders aus. Damals wie heute ist ein großer Teil der Zugspitzbahn eine Zahnradbahn. Denn die Strecke ist zu steil. Als normale Eisenbahn käme der Zug da nicht hoch. Und damals war es eben auch so, dass die Zahnradlok hinter den Wagen fuhr und die Waggons vor sich her schob. So, jetzt geht's los. Auf die Zugspitze. Heute mit dem modernen Triebwagen ist das anders. Da sieht man noch mal die Zahnstangen zwischen den Gleisen. Auf dieser Kurve sieht man gerade, wie die Lok die Wagen hochschiebt.
Die gleiche Kurve fahren wir heute mit dem modernen Triebwagen. Auch da sieht man die Zahnstange. Und dann arbeitete sich die Zugspitzbahn durch den Fels. Irgendwann werden die Bäume weniger. Heute sieht man unterwegs den Eibsee. Den konnte man damals auch sehen. Heute begegnet uns an der Ausweichstelle ein Gegenzug von oben. Und danach geht's irgendwann in einen Tunnel in den Berg. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir damals als Endstation das Schneeferner Haus hatten. So sah das damals aus. Und auf einer alten Karte kann man sehen, tatsächlich, ich irre mich nicht, die alte Station war am Schneeferner Haus. Und so sah das damals aus, wenn man da ankam. Leute mit Skiern, aber wir hatten natürlich keine Skier dabei. Aber Service und freundliche Begrüßung. Auch wir landen heute in der Endstation, aber die sieht ganz anders aus. Es ist zwar auch ein Tunnel, ganz modern. Die neue Station ist eben auch nicht am Schneeferner Haus, sondern auf dem Zugspitzblatt. Wir gehen mal raus. Ich habe auch nicht gedacht, dass hier Schnee liegt. Ja. Mitten im Sommer. Und da drüben sieht man das Schneeferner Haus. Da ging früher die Strecke hin. Das gab es damals schon. Ja. Aber so? Nee, ich glaube, das war nur das Holzgebäude, das Dunkle. Das andere ist, glaube ich, angebaut. Ich habe mir irgendwie so eine Hütte vorgestellt, als du es erzählt hast. Wir wollen auf den Gipfel. Damals fuhr man mit der Seilbahn vom Schneeferner Haus aus, mit solchen Gondeln. Auch wir fahren heute mit der Gondel, aber jetzt fahren wir am Schneeferner Haus vorbei. Die modernen Gondeln sehen so aus. Bei der alten Gondel sah die Bergstation auf der Zugspitze so aus. Und die neue, ganz modern, fast futuristisch. Ich staune eigentlich nur, was die da alles hingebaut haben. Aussteigen, ganz oben sind wir immer noch nicht. Wir müssen noch in einen Aufzug steigen, da sieht man uns. Und dann sind wir erst oben. Oben auf der Zugspitze, sozusagen über den Wolken. Und da ist das Gipfelkreuz. Das sieht relativ neu aus. Also ein Gipfelkreuz wird es da bestimmt schon gegeben haben damals. Aber vielleicht ob das ohne die Aufkleber. Ohne die Aufkleber auf jeden Fall, ja. So sah das alte Gipfelkreuz aus. Aber gestaunt haben die Leute genauso wie wir. Und heute muss ich als erstes Autogramme schreiben. Daran hätte ich damals nicht im Traum zu denken gewagt. Der hat so immer einen hinter sich. Ja. Geil. Wir kommen von der Gorch Fork. Aha. Ja. Ja. Ich denke, die ist versenkt. Nee. Wir liegen noch in der Werft. Ja. Noch ein Foto. Dankeschön. Vielen Dank. Alles gut. Ich meine, da wäre ich früher schon mal gewesen. Allerdings ohne den Beton. Das Münchner Haus. Das war, glaube ich, früher für die Skiwanderer war das so eine Hütte. Sogar einen Briefkasten hier oben. Da hätten wir unsere Postkarte einwerfen sollen. Guck mal hier runter. Wenn du hier runter guckst, kannst du unten den Eibsee sehen. Fantastischer Blick. Und dann leisten wir uns hier oben noch einen Kaffee. Wart ihr damals auch Kaffee trinken hier oben, Armin? Damals hätten wir uns das wahrscheinlich nicht leisten können. Das war ja noch die Zeit, wo es Märkchen gab und sowas. Und es wäre auch teuer gewesen wahrscheinlich. Das Wetter war damals, glaube ich, auch schön. Sonst hätte ich nichts gesehen. Jetzt gehen wir mal rüber nach Österreich. Früher war das nicht möglich. Da war die Grenze dicht. Da kannst du sehen. Alte Zollhütte. Und da, willkommen in Tirol. Da geht's ab nach Österreich. Und das, guck mal, das ist die Seilbahn, die nach Österreich untergeht. Auf der einen Seite Österreich, auf der anderen Seite der Freistaat Bayern. Und dann schaue ich mich um. Ach, schon Wahnsinn, was die hier alles gebaut haben. So sah das damals nicht aus. Und dann gibt es heute die Möglichkeit, von da oben mit der Seilbahn direkt nach unten zur Talstation zu fahren. Die gab es damals natürlich überhaupt nicht. Die ist erst vor ein paar Jahren komplett neu gebaut worden. Ab nach unten zur Talstation. In etwas mehr als 10 Minuten ist man unten. Schon wärmer hier. Und da müssen wir uns natürlich sofort die Klamotten vom Leib reißen. Denn unten ist es natürlich noch Sommer. Oben war es bitterkalt. Keine Temperatur für einen Schal. Und zurück nach Uffing und nach Murnau. In diesen Baracken da auf diesem Platz gab es dann 1948 auch das neue Geld, die Währungsreform. Das neue Geld war im Gegensatz zu den alten Scheinen knallbunt. Es gab auch keine Münzen, sondern für 10 Pfennige und 5 Pfennige gab es kleine Papierscheine. Die sahen genauso aus wie die großen.
Da oben war der Platz, wo es das Geld gab. Und genau hier gegenüber von dieser Griesbräustraße, auf der Hauptstraße in Murnau, war entweder ein paar Häuser weiter runter oder ein paar Häuser weiter rauf das Kaufhaus Echter. Ich meine sogar, das wäre das da drüben gewesen, hinter dem Parkscheinautomaten. Und das war völlig verrückt. An dem Tag, als es neues Geld gegeben hat, da war plötzlich alles voll in den Schaufenstern. Und davor war noch nichts da. Einmachgläser und Betttücher und Geschirr und Besteck und alles, was man sich vorstellen konnte. Und die Leute waren wütend, und dass sie den Laden nicht überfallen haben. Das hat mich gewundert, wundert mich bis heute. In einer etwas kleineren Kirche, nämlich in der Dorfkirche zu Uffing, ging ich etwas später zur Heiligen Kommunion. Mal gucken, ob sich die Kirche verändert hat seit damals. Ich gucke, das meiste erkenne ich wieder. Es hat sich kaum was verändert, nur die Kanzel. Die hatte damals eine Treppe und oben noch so ein Baldachin. Aber sonst ist, glaube ich, alles gleich geblieben. Gefeiert haben wir die Kommunion aber woanders, nämlich im Dopferhof. Da wohnte meine Tante und die hatte oben mehr Platz. Ich guck mal, ob ich noch jemanden finde, der sich an damals erinnert. Grüß Gott. Ist das noch der Dopferhof hier? Ja. Ich bin auf den Spuren meiner Kindheit. Ja. Und von 1945 bis 1951 haben wir hier nebenan gewohnt und meine Tante war hier oben in dem einquartiert, ja. Vor der Tür gibt's ein Foto von mir mit der Kommunionskerze. So erinnere ich mich, habe ich da gestanden. Stimmt nicht, ich hatte keine Kommunionskerze in der Hand, aber gestanden habe ich da. Und wenn man genau hinschaut, sieht man hinter mir eine weiße Tür. Der alte Dopferhof hatte nämlich auch eine weiße Tür und er hatte auch noch einen Vorbau. Der Dopferhof ist dann irgendwann abgebrannt, ist neu gebaut worden. Das war damals der ganze Dopferhof. Von dieser Seite konnte man reingehen. Jetzt ist daneben ein riesen Stall gebaut worden für viele Kühe, die da fressen und auch sonst Mühe machen. Und wo es Kühe gibt, gibt es natürlich auch Kälbchen. Apropos Kühe, da fällt mir noch was ein. Solche Elektrozäune gab es damals noch nicht. Da habe ich dann für Dopfers die Kühe gehütet. Und wie musstest du das machen, dass die nicht weglaufen? Mit einer Peitsche und gucken, dass die nicht in Klee reinrannten, dass sie keinen Klee fraßen, dann kriegten die irgendwie Bauchweh und so. Musste man schon ein bisschen aufpassen. Und so eine Kuh, wenn die dann doch an Klee gegangen ist, was hast du dann gemacht? Versucht, mit der Peitsche sie wegzukriegen. Hat sie das gemacht? Manchmal ja, manchmal weniger. Ja, Kühe haben auch einen eigenen Charakter. Und die hatten auch noch Hörner. Kurz nach der Kommunion wurde dann der Bahnhof für mich besonders wichtig. Sieht aber nicht so richtig aus wie ein Bahnhof, oder? Nee. Das war einmal. Total umgestaltet. Also hier musste man immer reingehen. Denn ich ging aufs Gymnasium in Weilheim. Sind Leute drin? Dann schauen wir doch einfach mal. Und da musste ich jeden Tag mit dem Zug hinfahren. Guten Tag. Hallo. Das ist ein Überfall. Kommen Sie rein, ja, gerne. Dankeschön. Ja, das hier war zu. Hier war eine Wand und hier in der Mitte war der Fahrkartenschalter, wo ich jeden Monat meine Monatskarte kaufen musste, wenn ich nach Weilheim zum Gymnasium fuhr. Und dann ging es da raus auf den Bahnsteig. Hier war eine Tür. Und da kam man dann raus aus dem Bahnhof. Und dann waren hier die Gleise. Genau wie heute. Ging es entweder nach Weilheim oder in die Richtung nach Süden. Und von diesem Bahnhof bin ich dann jeden Tag um 6:45 mit dem Zug nach Weilheim gefahren. Das ist der Bahnhof in Weilheim. Von da zu Fuß zur Schule, durch den Fußweg, wo die zwei da gerade rauskommen, dann durch diese Straße, da fuhren damals natürlich keine Autos, durch diese Straße, die war auch damals keine Fußgängerzone, dann über den Marktplatz in Weilheim und der großen Marktkirche vorbei, vorbei an diesem bemalten Haus und dann war ich irgendwo in der Gegend vom Gymnasium. Tja, ich meine, das könnte das alte Gymnasium sein in Weilheim. Da bin ich 1950 eingeschult worden. Und ich kann mich noch an den ersten Satz erinnern, den unser Englischlehrer damals kam. Er kam in die Klasse und sagte: My name is Hunter. Wir haben alle ein bisschen doof geguckt. Hat er wiederholt: My name is Hunter. Mein Name ist Jäger.
erste Satz in Englisch, den ich je gehört habe. Ich meine, das wäre da drin gewesen. Das war damals aber nicht so schön gelb, sondern grau. Müssen wir mal nachfragen, ob das stimmt, ob das noch das Gymnasium ist. Beratungsstelle für Besucher. Nee, das sieht nicht nach Gymnasium aus. Wir gehen mal ein bisschen weiter und daneben ist ein riesiger Neubau. Wir schauen nach und tatsächlich, da steht's. Gymnasium Weilheim. Alles neu, natürlich. Klar. Wir gehen mal rein und fragen nach. Ja, da hinten, wo die Tür ist, da ist der Neubau. Und über diese Treppe und diesen Gang bin ich ein Jahr lang gelaufen. Einige Räume von dem alten Gymnasium werden heute immer noch benutzt. Und nach der Schule mit dem Zug wieder zurück nach Uffing. Und im Sommer saßen wir immer draußen auf der Plattform mit den Füßen auf der Treppe. Die Schaffner fanden das überhaupt nicht lustig. Und nach diesem einen Jahr in Weilheim ging's fort von Uffing ins Rheinland und wir verabschiedeten uns vom Staffelsee. Heute kann ich etwas machen, was damals nicht ging, nämlich eine Rundreise über den Staffelsee. Das ist übrigens die Stelle, wo ich schwimmen gelernt habe. Seehausen von der Seeseite habe ich früher nie gesehen. Murnau auch nicht von der Seeseite. Warum heißt der Staffelsee Staffelsee? Weil er viele Inseln hat. Inseln heißen auch Staffeln und deswegen heißt der Staffelsee Staffelsee. Das ist übrigens die Rabeninsel. Das war Uffing in Erinnerungen und in neuen Begegnungen. Und das ist das Ende der Reise in meine Kindheit. Schluss für heute. Zurück nach Hause, zurück nach Köln. Führt euch!